So, meine lieben Freunde, ich bin heute in Berlin am Schlesischen Tor. Ihr könnt hinter mir sehen, da ist der Bürgermeister. Das war mal eins im Toilettenhäuschen. Heute werden da saftige Burger verkauft bis tief in die Nacht. Und dieser Burgerland war mal eins. Ey, bester Mann, Habibi, fahr vorsichtig! Nicht, dass er vor die Wand fährt. Das war mal eins Tristans Lieblingsburgerland. Ja. Und, bis Foodbuzzer kam. Bis Foodbuzzer kam. Und Tristan und ich hatten auch mal hier so ein Rendezvous gehabt. Dazu erzählen wir gleich lieber mehr. Wir schauen uns an, was der Burger noch heute so kann. Ob er immer noch saftig, handlich ist. Und meine Frage ist, weil wirklich die Schlange bis tief in die Nacht ist, wie viele Burger gehen hier über die Theke? Das würde mich auch mal interessieren. Das ist die Frage aller Fragen und ihr sollt auf jeden Fall dranbleiben, um das zu erfahren. Bis gleich. Aber echt Glück, ne? Die Schlange ist mickrig. Jetzt noch mickrig. Es ist auch gerade Mittagszeit. Ich glaube, die Leute sind gerade erst mal wach geworden hier in Berlin. Ja, wir haben auch Sonntag, ja. Wir haben auch Sonntag. Einige Festivals sind gerade an diesem Wochenende. Aber es ist überschaulich, sagen wir mal so. Ja, man sieht da die Linien auf dem Boden. Die reichen bis zu dem Fahrrad, bis was da steht. Was für ein Fahrrad? Das geht so um die Ecke. Ja, das geht da um die Ecke. Also, weißt du schon, was du nimmst? Ich nehme ganz klassischen Hamburger. Hamburger? Kein Cheeseburger? Nee. Krass. Ganz klassisch. Warum? Ja, weil für mich ist Klassiker ist immer Cheeseburger so. Dann bestell ich einen Cheeseburger. Ein Cheeseburger 5,50 Euro. Ist okay, ne? Ja, gerade jetzt zu der Zeit, ne? Inflation und so. Was wir gerade für harte Zeiten gerade haben, 5,50 Euro ist in Ordnung für einen Burger. Ja, ich glaube, die sind einfach stabil geblieben vom Preis. Ja? Ja. Was hast du früher bezahlt? Ich meine auch so um den Dreh. Also die sind echt in den letzten paar Jahren nicht viel teurer geworden. Tristan hat mir den Laden vor 3 Jahren gezeigt. Das war kurz nach der Meisterschaft. Oh, ja. Nee, doch nicht. Das war nach der Meisterschaft. Da haben wir Pokal abgeräumt. Nee, da haben wir keinen Pokal abgeräumt. Da haben wir 4. Platz gemacht. Ja, im Bodybuilding. Ja, genau. Und dann haben wir hier Geburtstag gefeiert. Aber ordentlich. Ordentlich Geburtstag gefeiert. Auch ein Cheeseburger? Ja, ja, ne? Klar. Ja. Ist krass, was da drin abgeht, oder? Da wird doch jetzt ordentlich produziert. Auf jeden Fall. Dankeschön. Den müssen wir aber gleich behalten. Den müssen wir einmal behalten, ehrlich. Ein paar da standen, läuft immer tief in die Tasche bei Amoschau. So, kurze Pause hier auf dem Rastplatz. Und der perfekte Snack für eine Pause oder auch mal so für zwischendurch sind die Riegel von Koro. Die gibt es wirklich in verschiedene Geschmackrichtungen. Mein Favorit ist hier der Nussknacker. Den kann ich euch wirklich mit Liebe ans Herz legen. Mega crunchy. Schaut euch den erstmal an. So sieht das Ganze aus. Mega crunchy. Und wenn ihr bei Koro vorbeischaut, denkt daran, der Code Beast Kitchen. Ja, 15 Minuten. 15 Minuten? Haben wir gewartet. 15 Minuten haben wir gewartet. Jetzt war ordentlich was los. Hast du gesehen? Ja. Da gehen wirklich. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Bitte. Die bedienen auch noch Uber Eats. Also da geht auch noch Bestellungen zum Lieferanten. Ja, Volt, Lieferando, alles ist, schaut hier auch vorbei. Ne? Ja. Also die halten auch mit die Fahrräder an. Einer beliefert nur die, sag mal schnell, die Lieferdienste. Ja. Einer beratet nur für die Lieferdienste. Ja. Ja. Und mein Kassenzettel hat er angerissen, damit ich nicht morgen nochmal komme und die Nummer 84 abhole. Da wollte das nicht da lassen, aber ging ja nicht. Finanzamt will er nicht mehr haben. Da sind die. Cheeseburger. Die haben sich schon mal verändert. Die lagen immer in so einer kleinen Schale, was ich ziemlich gut fand. Das wollte ich sagen. Irgendwas ist anders, ne? Ja, ja. Ja, vielleicht ist das, wo man gespart hat, jetzt um die 55 beizuhalten. Aber er ist immer noch handlich. Sieht immer noch handlich aus. Er sieht schon sehr geil aus. Was ist denn für dich wichtig bei einem Burger? Was bei mir wichtig ist beim Burger, dass wenn ich reinbeiße, dass nicht die ganze Sache an der anderen Seite rausrutscht. Und geschmacklich? Geschmacklich, da muss saftig sein. Das Fleisch sollte noch einen leichten rosanen Kern haben, ja, aber außenrum schön kross. So, das ist für mich wichtig beim Patty. Tomate gehört bei mir nicht auf Burger drauf. Echt nicht? Nee. Ja, ich finde die mal ganz gut für die Freshness. Aber für die Freshness? Nee, das gibt zu viel Aquaplaning. So. Wenn man jetzt nicht schon öfter hier war, ne, schon mal eine strange Location, so mitten auf einer Straßenkreuzung essen. Das ist auch der Burger, der erste Burgermeister. Mittlerweile gibt's der Originale. Ja, das ist der Originale, der Original. Ne? Mittlerweile gibt es ja auch mehrere Filialen hier in Berlin. Ja. Hat ich das gerade schon gesagt? It's okay, my friend. No problem. Everything is good.
Als ich das gesagt habe, nach der deutschen Meisterschaft habe ich hier das erste Mal den Burger gegessen. Genau, das haben wir gerade erwähnt. Und soweit ich mich erinnern kann, hat er damals sehr, sehr gut gemundet. Ja. Aber der kam nicht am Food Brother dran. Ja, damals gab es Food Brother noch nicht. Aber ja, Food Brother ist auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. So. Wir müssen eben eine Chance geben. Bismillah. Das Verhältnis sieht auf jeden Fall perfekt aus. Das Verhältnis sieht Bombe aus. Der erste Biss. Schmackhaft, saftig. Wie findet ihr die Burger hier? Ich glaube, die verstehen kein Deutsch, die Bruder. No, speak German. Only English. Only English. The first time you get the burger here? Yes. Yep. Was good? Magnificent. Money, Mama here. Fantastic. Fantastico. Where are you from? Spain. Spain. Nice to meet you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ahla wa sahla, we say. Yeah, man. In Berlin, we say Ahla wa sahla. Yeah, man. So, Leute. Was sagt dein Gaumen? Ist gut. Aber weißt du, was mir fehlt? Samurai-Soße. Das? Und diese süße Zwiebel vom Food Brother. Wenn du da drauf gibst, die machen ja so einen ganzen schönen Ring da drauf. Und wenn du da drauf beißt, da gibt es nochmal so ein anderes Flavor. Weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Verstehst du mich? Ich weiß genau, was du meinst. Aber ist ein guter Burger. Ja. Weißt du, aber schmeckt mir ein bisschen zu monoton. Ist aber geil. Ja. Komm, beißt du mal rein. Ich muss schon sagen, ich vermisse diese Schale. Schale war geil, ne? Weil der lag da, ihr müsst euch das so vorstellen, der lag einfach wie so ein Geschenk da drin. Du konntest einfach so in der Schale den essen, aber egal. Aber sieht man das hier? Guck mal. Die Röster rum, da wollte ich gerade sagen, jetzt wo ich die so sehe. Ist schon original. Also die kommen auch wirklich sehr schön im Raum zur Geltung. Na, beißen wir mal rein, wa? Dann Attacke, bismillah. Tomate hast du drin gelassen? Was ich hier liebe, ist, dass sich die Geschmäcker sofort verbinden. Du hast so eine leichte Senfnote. Du hast noch eine leichte Mayonote, dann die saure Gurke, die Tomate, die Zwiebel, das Fleisch. Senf habe ich jetzt gar nicht geschmeckt. Echt nicht? Ehrlich, null. Krass. Mayo auch nicht. Vielleicht habe ich das dann auch, aber hier siehst du, hier ist auch die Mayo drauf. Bei mir wirklich null Senf, null Mayo. Krass. Null. Krass. Hier oben hast du Ketchup und Senf. Hast du nicht rausgeschmeckt? Nee, null. Krass. Wirklich null. Es fehlt aber was, ne? Wenn man Five Guys, wenn man Food Brother kennt, dann fehlt was, ne? Da fehlt auf jeden Fall was. Aber der ist für mich wieder noch besser als Five Guys. So bei mir die Rangliste jetzt gerade ist ja, okay. Food Brother, Burgermeister, Five der Guys. Der geht auch in die Richtung von Five Guys, so ein bisschen dieses Matschige, ne? Ich fand den bei Food Brother saftig fresh. Auch das Salatblatt, die haben ja wirklich mit dem Salatblatt nicht gespart. Weißt du, wie ich meine? Also Tomate war eigentlich da drauf bei Food Brother. Ich bestell mal ohne Tomate, nämlich. Aber das ufert geradeaus zu einem Vergleich zwischen Food Brother und Burgermeister. Also guck mal, bei mir ist wirklich sehr wenig Mayo jetzt hier drauf, ja. Wenn ich das aufklappe. Zwiebeln sehr gespart. Ja, ist für mich ein No-Go bei Burger. Ja. Beim Zwiebelsparen, ja. Aber wir dürfen nicht zu sehr vergleichen. Nein, das ist ein sehr stabiler Burger. Ja. Das ist ja, im Kopf drin. Also ich weiß es, ich hab's im Kopf, aber es geht einfach nicht aus meinem Kopf heraus. Wir haben jetzt einfach zu hohe Ansprüche. Ja. Es ist ein cooler Burger, ein guter Burger in Berlin mit der Atmosphäre, hier am Toilettenhäuschen, mitten auf der Straße, am Schlesischen Tor. Herrlich. Und ich muss sagen, für mich lohnt es sich auch, sich hier mal anzustellen. Ja, absolut. Oder? Absolut. Ich würde vorschlagen, wir essen auf. Und dann versuchen wir einen von den Mitarbeitern zu fragen, wie viel Burger in die Stunde ungefähr rausgehen. Oder an einem Arbeitstag. Ja. Meinst du, ihr verraten uns das? Ich hoffe es. Wir müssen nur nett fragen. Einfach nett fragen. Das werde ich gleich machen. Wir drehen gerade ein YouTube-Video und wir fragen uns gerade, wie viel Burger verkauft ihr so am Tag ungefähr? Mein Deutsch ist nicht gut. Okay. Ich verstehe dich sehr gut. How many burgers you make? Yeah. Per day? Per day. I don't know. More than 10,000? Yeah. Really? Yes. Mashallah. Best wishes.
Das ist eine Ansage. Boah, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Nee, Mann, ich bin geflasht. Mehr als 10.000 Burger. Und wir sind hier auch wirklich maximal 15 Quadratmeter. Ja, ach, wenn überhaupt, Mann. Hier haben wir den Bruder, your name is? Mehmet. Mehmet. Mehmet ist extra aus Türkei hier hingezogen und mittlerweile arbeitet er bei Bürgermeister. Ja. Und guckt, dass hier auch 10.000 Burger verkauft werden. Das geht immer noch nicht in meine Bilder rein. Ja, man, you follow me. And you too. Nice, man. Best nice. Wishes. In ihrem Leben. Das kann, boah, das kann ich mir gerade geflasht. Ich weiß jetzt nicht, was du. Ich hätte mit allem gerechnet. Ich hätte mit 1.000, mit 2.000, mit 3.000. 7,5 hätte ich. Boah, aber 10? Mehr boah. Als 10? Krass, crazy, Mann. Crazy, crazy. Guck mal, die stehen auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mann. Ja. 7 Mann auf 15 Quadratmeter. Jeder Handgriff muss passen. Sonst geht das nicht. Schau mal, das ist auch eine Sache. Der Burger hier, egal um welche Uhrzeit du hier bist. Ich habe jetzt meinen ersten Burger hier vor 10 Jahren oder so gegessen. Der hat sich nicht großartig verändert. Der schmeckt immer gleich gut. Der hat immer diesen gleichen Geschmack. Ich habe auch, also wie ich jetzt so vor 3 Jahren den Geschmack im Mund hatte, so wie jetzt, also war wirklich super. Ist auch ein geiler Burger. Es hat sich kaum verändert. Es ist auch ein krasser Burger. Ja, das spricht auch für sich. Die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 10.000 Burger. Du kommst gar nicht drauf klar. Nee. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich bedanke mich fürs Video zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mehr als 10.000. Das ist unglaublich, ehrlich, unglaublich.